90% der Menschheit leben in schlechter Luft. Wie gravierend sich das auf diese Menschen auswirkt, zeigen die Todesursachen. Während die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgehen, steigen die Lungenkrankheiten dramatisch an. Grund dafür sind, neben dem Rauchen, die Verschmutzung der Luft. Und viele wissen gar nicht, dass sie betroffen sind. Unter den Top 5 Todesursachen der Weltgesundheitsorganisation sind derzeit 3 Krankheitsbilder aus dem Bereich der Atemwege und der Lunge. Das ist COPD, Lungenkrebs und Lungenentzündung. Wir rechnen damit, dass etwa 13% aller über 40-Jährigen in Österreich an COPD leiden. Allerdings haben viele davon noch gar keine Kenntnis, keine Diagnose und keine Therapie. COPD weist damit, auch wenn durch andere Ursachen, die gleichen Symptome auf wie Mukoviszidose. Eine genetisch bedingte Lungenerkrankung, die wesentlich seltener vorkommt. Dennoch ist sie der Grund, warum Atmos entstanden ist. Ein Projekt, das der Erforschung von Lungenkrankheiten und dessen Finanzierung gewidmet ist. Vor 8 Jahren ist meine Tochter, unsere Tochter, mit der Diagnose auf die Welt gekommen, Mukoviszidose. Das war für mich sozusagen schwer zu begreifen, habe ich noch nie gehört, war für mich eigentlich keine richtige Krankheit, bis dass ich gemerkt habe, dass Mukoviszidose oder zystische Fibrose was Lebensbedrohendes ist. Sowohl bei Mukoviszidose als auch bei COPD verschleimt der Körper, laienhaft ausgedrückt. Die Diagnose seiner Tochter war für Chris Müller Ansporn, um das Projekt Atmos ins Leben zu rufen. Erforscht werden dabei sogenannte Aerosole, kleinste Partikel in der Luft. Dabei kann es sich um schädliche Schmutzpartikel handeln, aber auch um positiv wirkende kleinste Salzwasserteilchen, die genau diesen Patienten helfen können. Was tut unsere Lunge? Sie reinigt sich ständig über einen wunderbaren Wasserfilm, der aus Meerwasser besteht. Und damit können Sie ununterbrochen Stoffe nach oben abschwemmen. Wenn Sie das jetzt per Inhalation nehmen, verstärken unter den Salzgehalt, wie bei der Mukoviszidose, das können Sie aber auch bei der COPD machen, erhöhen, dann wird immer mehr abgeschwemmt. Ich nenne das immer ganz pragmatisch, die Putzfrauen durch die Lungen schicken. Um diesen Putzfrauen die Arbeit zu ermöglichen, müssen mit modernster Satellitentechnik unvorstellbare Datenmengen erfasst und ausgewertet werden. Hier kommt die Linzer Firma Catalyst ins Spiel. Sie finden und analysieren diese guten wie schlechten Kleinstpartikel in der Luft. Das ist die Aussage, die wir treffen können. Wo gibt es welche Aerosole? Und die Mediziner können wiederum sagen, welche Aerosole in welchen Höhenschichten wie schlecht auf den lebenden Organismus wirken. Wir speichern diese Daten auch und haben damit die Zeitserien. Das heißt, wir können die letzten 10, 20 Jahre zurückschauen und ein bisschen natürlich auch in die Zukunft prognostizieren, wie es weitergehen wird. Mithilfe dieser Daten werden Ressorts am Meer entstehen. In diesen Atmos-Ressorts können Betroffene Urlaub machen und ihre Lungen säubern. Ist man vor 100 Jahren auf Luftkur gefahren, werden es in Zukunft die Atmos-Ressorts sein. Die Standorte auszuwählen ist dabei auch schon ein großer Teil der wissenschaftlichen Arbeit dieses Projekts. Die guten Standorte sind meistens beim Meer, weil dort auch sehr viel von der Meerluft in die Luft hochzirkuliert wird. Andere gute Standorte sind meistens in den Bergen, in höheren Luftschichten, wo die Verschmutzung von der Erde nicht so weit hochgetragen wird. Es gibt mehrere Standorte, wo wir das Projekt realisieren wollen. Das ist einer in Griechenland, einer in Israel, einer in Albanien, einer in Italien und auch Spanien. Das wurde wissenschaftlich definiert. Jetzt sind wir mit mehreren Grundstückseigentümern und Regionalverwaltungen in Gesprächen bzw. eigentlich schon in definitiven Verhandlungen und gehen davon aus, dass wir im ersten, zweiten Quartal nächsten Jahres genau wissen, wo das erste entstehen wird. Dabei sollen diese Ressorts für möglichst viele erschwinglich sein und keineswegs preislich im Luxussegment. Hinzu kommt, dass ein beträchtlicher Teil der Erlöse der weiteren Forschung zugutekommt.